Willkommen und hallo bei meinem Let's Play Victoria 2 für Österreich bei Teil 6. Wir haben das letzte Mal aufgehört mitten im Krieg gegen Preußen. Eigentlich nicht gegen Preußen, sondern gegen Lippe Detmold. Preußen ist Lippe zu Hilfe gerückt, aber gemeinsam mit meinen Verbündeten sind wir gerade dabei, Preußen auseinanderzunehmen. Es sind noch ein paar preußische Truppen hier, wie man sieht. Leider haben sie auch einen Teil von Österreich schon besetzt. Wir werden uns da jetzt darum kümmern als nächstes. Denn in Deutschland selbst haben wir eigentlich alles unter Kontrolle. Oder fast alles unter Kontrolle. Hier gibt es ein paar deutsche Truppen noch, die wir möglicherweise... was ist das da? In Aachen kämpfen die da. Ich fürchte, da sind wir zu spät. Da werden wir den Bayern nicht mehr zu Hilfe kommen können. Aber diese 9000 Mann, die 9000 Preußen, die dort sind, werden wir möglicherweise noch erledigen können. Was mich ein wenig wundert ist, wir haben relativ wenig Franzosen hier im Krieg. Ich weiß nicht genau, wo die alle sind. Da unten. Die sind in Afrika, die sollen gefälligst zurück nach Europa kommen. Was machen die in Afrika? Die Franzosen haben auch nicht, im Gegensatz zu den Preußen und uns, wir haben das auch getan, mobilisiert. Was mich ein bisschen irritiert. Sollten das eigentlich tun? Ah, da sind noch 6000 Franzosen. Naja, eine großartige Hilfe sind sie auf jeden Fall nicht. Ihr könnt da oben irgendwas besetzen. So, was machen wir hier? Ah, die bewegen sich da weg. In Wirklichkeit werden sie sich aber jetzt hier mal wieder bewegen. Mal schauen, mit etwas Glück können wir ein paar Preußen abfangen. Kriegsgrund gegen Modena, wieso sollten wir den einlösen? So, Nassau bietet uns einen Frieden an. Das ist okay, Nassau können wir einen Frieden anbieten. Das ist uns egal. Ah, sehr gut, diese 12000 Mann sind stehen geblieben und lassen sich jetzt von uns bekämpfen. Das ist sehr gut, nicht ganz so. Ups, wo sind wir jetzt gerade angegriffen worden? Oh, wo kommen denn diese Leute her? Ah, könnte es sein, dass die... verstehe. Mist. Ihr... hier runter. Schauen wir mal. Das sind nicht so viel mehr als wir. Das werden wir schon irgendwie schaffen. Diesen Kampf werden wir hoffentlich auch gewinnen. Was haben wir da auf ihrer Seite? Wir haben schon Pioniere. Warum haben die schon Pioniere? Ich hätte gerne Pioniere. Und in Aachen haben wir auch gewonnen. Sehr gut. Keine Preußen mehr. Die werden wir jetzt halbieren, diese Truppe, und die eine Hälfte wird Köln belagern. Naja, soll sein. Wir sind einfach mehr Leute. Das halten wir länger durch. Oh, Liegnitz haben wir auch gewonnen.
Ja, und noch eine Schlacht haben wir gewonnen, wo wir mehr Leute verloren haben. Also ihr seht, unsere Technologie ist einfach unter der von den Deutschen. Allerdings, wir sind einfach viel mehr. Ha, wir haben ein Bevölkerungswachstum plus 0,02%. Wir haben das Fieberthermometer entdeckt. Sehr gut. Und wir haben ein soziales Gewissen entdeckt. Das heißt, unsere Pluralität steigt um weitere 5%. Sehr gut. Das heißt, wir sind bei Pluralität schon auf 106%. Auf plus 106%. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut. So, wohin geht's hier? Nach Trenzin. Wir folgen. Da haben wir, glaube ich, alles unter Kontrolle. Ah nein, da sind noch 1000 Deutsche, die mit 3000 Franzosen kämpfen. Woher kommen die? Sehr gut. So, das war's dann. Wir haben Tuchel erobert. Holen wir uns als nächstes Danzig. So, ich frage mich. 6,5. Es dauert noch ein wenig, bis wir ein Kriegsziel dazu geben können. Ja, noch einmal, warum wollen wir überhaupt noch ein Kriegsziel hinzufügen? Wir wollen vor allem Schlesien erobern. Es gibt mehrere Gründe, warum wir Schlesien erobern wollen. Trenzin haben wir besiegt. Sehr gut. So, jetzt gehen wir mal nach Cluj. Schauen wir mal. Warum wollen wir in Trenzin, warum wollen wir Schlesien erobern? Nun, wenn man sich das Ganze ansieht, Politik, ein bisschen im Diplomatie-Modus. Wenn wir uns Preußen anschauen, so sehen wir, Preußen hat eine Industriemacht von 31 und 8 davon kommen von Schlesien. Eine Industriemacht von 8 ist genauso groß wie unsere gesamte Industriemacht derzeit in Österreich. Was so viel bedeutet, wenn wir Schlesien erobern, haben wir eine Verdopplung unserer eigenen Industriemacht. Wenn man sich das hier anschaut, Schlesien hat Eisen, hat Kohle, außerdem leben in Schlesien, ups, machen wir so, leben in Schlesien wirklich viele Leute, 113.000 in Katowice, 123.000 in Oppeln, 118.000 in Liegnitz, 250.000 in Breslau. Das ist eine riesige Menge an Leuten. Eine halbe Million lebt in Schlesien fast. Damit ist Schlesien zwar nicht eine der größeren Regionen bei uns, aber für Preußen ist es eine der stärksten und reichsten Regionen überhaupt. Also wir haben zwar bevölkerungsreichere Regionen als Schlesien, aber wir haben sie leider noch nicht so weit ausgebaut wie Schlesien. Und ich habe letztens hier irgendwo Fabriken gesehen. Ah, die stehen in Breslau und da stehen wir gerade irgendwie im Weg. Ah, da sind sie. Wenn ihr euch das anschaut, in Breslau gibt es eine Sprengstofffabrik, eine Maschinenteilefabrik, das können wir noch gar nicht bauen. Artilleriefabriken, Luxuskleiderfabriken und Handfeuerwaffenfabrik. Das heißt, das ist ganz schön mächtig. Und zusätzlich, sobald wir Schlesien erobert haben, haben wir einen Teil vom Norddeutschen Reich oder vom Norddeutschen Bund in Österreich und Preußen kann nicht mehr den Norddeutschen Bund gründen. Was dazu führen wird, dass wir uns auch nicht mehr um Sachsen kümmern müssen. Dann können sie uns Sachsen ruhig aus der Einflusssphäre rausholen, das ist mir dann egal. So, okay. Okay. So, hätten wir das auch. Gut. Ja, hier geht es dann noch nach Troppau. Oder beziehungsweise auch nach darunter. Werden da unten jetzt noch alles fertig machen. Ich glaube, wir haben schon mehr als genug erobert, um Schlesien dann erobern zu können.
Und mit diesen Bauerntruppen hier machen wir den Rest hier. Schulden haben wir auch mittlerweile einen Haufen. Na, noch gar nicht so schlimm. Und nicht einmal 1000 Pfund. Das ist schnell wieder herinnen, sobald wir den Krieg gewonnen haben. Na, also. Ich vergesse immer, dass das auf Pause gedrückt wird, sobald ich irgendwo bin. Und Angriff. So, ist einer von euch beiden ein guter Angreifer? Plus 2. Plus 2. Okay, passt. Egal, wer von euch beiden angreift. Und jetzt haben wir euch. So, du gehst daher. Ah, noch besser. Wir vernichten noch eine starke preußische Einheit. Dann gehst du daher und hinterher. Sie haben nur Colorado verloren gegen die USA. Nicht schlecht. Und wir sind in Diva angekommen. Das interessiert uns nicht. Interessiert uns nicht. Spanien, USA, Belgien mag uns mehr. Okay, meine Verbündeten haben einen Haufen neue Kriegsgründe hinzugefügt, das gefällt mir gar nicht. Wir haben bereits 93%. Na gut. So, das war das. Gut, ich glaube, Preußen ist vollständig besiegt. Sobald wir da diese beiden Gebiete erobert haben, werden wir demobilisieren als erstes. Ich glaube, es gibt keine preußischen Truppen mehr. So. Die 5. Armee geht nach Prag und wird sich dort erholen, wenn geht. Da erobern wir zurück. Das wird uns an den Steuern helfen. Im Übrigen kann es passieren, dass Preußen aus dem Großmachtbereich rausfällt, jetzt wo wir ihn total auseinandernehmen, mit ziemlicher Sicherheit sogar, weil Preußen ist nur noch die 13. stärkste Macht. Das ist sehr gut. Dadurch verlieren sie nämlich all ihre Einflussgebiete, also selbst wenn wir Schlesien nicht erobern, dauert es ewig, bis sich Preußen von diesem Schlag erholt. So,
Trotzdem will ich gern Schlesien erobern. Obwohl all diese Staaten dazu machen, das wäre schon sehr schön. Vierte Armee, du gehst nach Budapest. Und wartest dort auf weitere Befehle. Zweite Armee, du gehst nach Mailand. Wir setzen uns wieder an die Grenzen. Naja, leider, wir haben auch relativ stark verloren durch diesen Krieg. Nicht nur an Geld, sondern auch an Truppenkapazität. Was ist das für ein Ereignis? Das kenne ich nicht. Der Serbe Ilja Gavaschanin fordert in seinem Werk Nazartanje die Einheit aller Südslawen. Das klingt aber nicht gut. Im Kampf gegen die österreichischen und osmanischen Tyrannen. Wir sind doch keine Tyrannen. Seine Publikationen werden zum Programm der südslawischen Nationalbewegung. Freie Slawen? Lächerlich. Ha, das ist genau die richtige Antwort, die wir dafür haben. Oh. Sie erhalten 1 Militanz, na super. Und 1 Bewusstsein, na gut. Nicht so schlimm. Wir sind militärisch erfolgreich, das macht nicht so schlimm. Gut. Während da der Krieg langsam vor sich hin brobbelt, brübbelt, tröpfelt, schaue ich mir da meine Meldungen an. Wir sind in Afghanistan für den Krieg. Sachsen mag uns mehr. Bayern hat noch was dazugefügt. Ah, wir haben Köln erobert. Wir gehen darüber. Ja, jetzt macht sich Frankreich groß und erobert mit. Ich würde gerne ein Kriegsziel hinzufügen. Wir sind jetzt bei 6,7. Das dauert so lange. Dabei haben wir eh die Reaktionären dann an der Macht. Das ist so unfassbar. Das ist echt eine lahme Sache. So, wenn wir das erobert haben und das erobert haben, werden wir demobilisieren. Ihr kommt zurück nach Hause. Okay, du gehst auch nach Hause, obwohl andererseits wir werden einfach demobilisieren und passt schon. Gut, das hätten wir auch erobert. Ihr geht nach Wien. Nö, ich will Schlesien erobern. Haben das doch geklaut. Jetzt haben wir mal den ursprünglichen Kriegsgrund hinter uns gelassen. Okay, und
Ich würde fast sagen, wir machen wieder bei Kultur und oder Industrie weiter. Machen wir mal eine Eisenbahn, nachdem wir jetzt schon überall Industrie haben, wollen wir die Industrie etwas besser versorgen mit Infrastruktur. Also auch zur ersten Eisenbahn. So, und unsere Truppen kämpfen jetzt auch besser, wir haben mehr Moral. Nicht, dass wir es jetzt noch bräuchten. Wir würden gerne ein Kriegsziel hinzufügen. 6,866. Sehr gut. Bald, bald. Bald, bald. Oh, vielleicht dann etwas schneller. Okay. Wieso geht es wieder runter? Prestige ist gut. Und wenn wir das Kriegsziel haben, können wir. Auch ihr geht's zurück. Und zwar an die russische Grenze. Apropos Russland. Wir wollen unseren Freunden, mit unseren Freunden die Beziehungen verbessern. Wow, mit Frankreich haben wir nur noch plus 85 gehabt. Müssen uns um Frankreich kümmern, sonst springen die ab noch. So, wie schaut das aus? Können wir Preußen endlich ein Kriegsziel hinzufügen? 6,93. Na kommt schon. 6,927. Nö, Oldenburg, mit dir mache ich keinen Frieden. Du bist Anführer dieses Kriegs. Yes, wir schaffen es. Das ist natürlich unangenehm, weil das kostet mich 11 Infamie-Punkte. Dann sind wir auf 17, 18, auf 18. Das ist es uns wert. Wir werden danach keine Kriege mehr führen, zumindest keine mehr, um Schlesien zu erobern. So, und jetzt Oldenburg hätten wir gerne einen Frieden. Und zwar, wir wollen Schlesien erobern, auf jeden Fall. Und die Weltgeltung. Ah, Pfeif auf die Weltgeltung. Aber noch irgendwie schwächen wäre schon schön. Preußisch-Württemberg. Preußisch-Magdeburg. Geht sich das aus? Nein, ich kann nicht beide nehmen. Preußisch-Württemberg kostet 11. Krakau wollte Schlesien erobern, das ist cool. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, Krakau das zuzulassen. Dann wäre Krakau vielleicht zu Polen geworden. Nein, das mit Litauen gefällt mir ganz gut. Lassen wir das und das und Württemberg drinnen. Dann haben wir 95 Punkte und das müssen sie eigentlich annehmen. Gut. Freunde. Oh, wir können den Süddeutschen Bund gründen. Das wäre ziemlich dämlich, wenn wir das tun. Na super, jetzt ist dieses Ding die ganze Zeit hier, weil ich den Süddeutschen Bund gründen kann. Gründe ich den Süddeutschen Bund, mache ich mir auf der südlichen Seite genau den gleichen Feind, wie ich ihn auf der nördlichen Seite vermieden habe gerade.
Na gut. Zunächst einmal zum Schönen. Wir haben Litauen als Verbündeten. Oder? Nein. Mist. Das hat irgendjemand anderer reingetan, nicht wir. Naja, gut soll sein. Wir werden versuchen, Litauen in unsere Sphäre trotzdem aufzunehmen, weil es einfach lustig ist. Obwohl andererseits, nein, das wird Russland machen. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Hätten Sachsen noch denen das geben sollen, Preußisch Magdeburg. Das wäre doch irgendwie cool gewesen. Na gut, so, was ist noch passiert? Russland, Frankreich, Dänemark hat die Beziehung zu uns verbessert, das will ich doch hoffen. Sardinien hat sie auch verbessert, Portugal hat Oman den Krieg erklärt. Schau an, die wollen sich erweitern da unten. Portugal, Großbritannien. Oh, Großbritannien hat mit Russland ein Bündnis geschlossen. Das gefällt mir nicht. Spanien hat Frankreich in Verruf gebracht. Naja. Gut. Also, wir haben den Krieg gegen Preußen gewonnen. Österreich ist bedeutend größer, stärker. Schlesien, ein riesiges Gebiet mit, wow, 25.000 Facharbeitern und 1.100 Angestellten bereits. Das sind meine ersten Angestellten im Reich. Wir öffnen das wieder. Schauen wir mal. Wow! Das kostet Geld. Nein, ich wusste es, sie sind rentabel. Hey, wir haben sogar Kapitalisten gewonnen durch Schlesien. Meine Güte, das ist ja sch zu schön, um wahr zu sein. So, Bevölkerung. Schauen wir mal, Böhmen. Wie viele Geistliche haben wir jetzt? 3%. Ich würde sagen, wir geben diese Typen hier weg und geben sie in Ostgalizien dazu. Slowakei hat auch 3%. Das heißt, auch hier geben wir sie weg. Wir geben sie weg, nicht dazu. Und dafür in der Lombardei dazu. Wir arbeiten uns jetzt langsam runter, damit wir in ganz Österreich etwa 3% kriegen. So, da haben wir 2,3%, das lassen wir noch ein wenig. So, Schlesien ist, wie schon gesagt, nicht eine von den reichsten, von den bevölkerungsreichsten, aber immerhin eine halbe Million Einwohner haben wir hier. Wir haben hier noch ein paar Minderheiten ins Land geholt, nämlich Norddeutsche und Polen. Na gut, Polen hatten wir schon und Tschechen, aber Norddeutsche hatten wir bis jetzt noch nicht im Kaiserreich. Hurra. Aber die haben schon 4,4% Facharbeiter. Wahnsinn. In Böhmen haben wir erst 0,2%. Gut, unsere Industriestärke hat sich durch Schlesien nicht nur verdoppelt, nein, sogar mehr als verdoppelt. Ist das arg? Ist das arg? Nur ein paar Generäle. Die Armenier holen sich hoffentlich relativ bald. Sehr gut. Und Krieg zwischen Herren. Ja. So, da haben wir noch ein paar Kriege. Persische Eroberung von Westafghanistan. Naja. Könnte mich kaum weniger interessieren. Beziehungen verbessern. Frankreich soll unser Verbündeter bleiben. Auf jeden Fall. Für immer und ewig, wenn geht. Was könnte denn der Norddeutsche, der Süddeutsche Bund? Hm.
Wir erhalten 10 Prestige, aber es gehört sich der Süddeutsche Bund und zwar ohne uns. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das werden wir lassen. Gut, wir haben wieder ein nettes Spiel hinter uns gebracht. In unserer Kolonie ist nichts passiert. Wir werden in nächster Zeit kaum kriegerisch werden. Wir werden jetzt versuchen, unsere Infrastruktur noch etwas aufzupeppen, bevor wir wieder kriegerisch werden. Außerdem müssen wir unsere Infamie wieder etwas abbauen. Das heißt, im Endeffekt werden wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher friedlich vor uns hin dümpeln und hoffen, dass uns keiner angeht. Schauen wir mal. Oh, die Eisenbahn. Das ist ein guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen für heute. Meine Herrschaften, schlaft gut und träumt was Schönes. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.